Willkommen zurück. Für dieses Video solltest du den Mittelwertsatz der Integralrechnung bereits kennen. Dein Ziel für dieses Video ist es, zu zeigen, dass bei einer konstanten Funktion f von x ist gleich c der lineare Mittelwert gleich c ist. Also der lineare Mittelwert genau dem konstanten Wert c der Funktion entspricht. Und dafür haben wir im nächsten Fenster des Arbeitsblattes folgendes Beispiel gegeben. Und mein Arbeitsauftrag an dich nun, liest dir zunächst das Beispiel selbstständig durch und berechne oder ermittle den linearen Mittelwert von der Funktion f im Intervall a bis b. Versuch das zunächst bitte selbstständig und pausiere dazu das Video. Gut, also unser Arbeitsauftrag ist, wir sollen den linearen Mittelwert von f im Intervall a bis b ermitteln. Hier steht zunächst, f ist eine konstante Funktion mit f von x ist gleich c. Und hier ist dann ein Lückentext, der durchschnittliche Funktionswert von f im Intervall a bis b sollte, dann müssen wir eine Lücke einsetzen, und sollte dementsprechend c sein. Wenn natürlich die Funktion f von x für jeden x-Wert den Wert c hat, dann muss natürlich auch der durchschnittliche Wert der Funktion f genau c sein. Das heißt, ich kann hier eine Lücke c einfüllen. Und nun sollen wir überprüfen, ob der lineare Mittelwert von f auch c ist, also genau dem durchschnittlichen Funktionswert, den wir vermuten, entspricht. Und hierfür setzen wir zunächst einfach in unsere Formel ein, die wir für den linearen Mittelwert schon kennengelernt haben. Das heißt, wir haben m ist gleich 1 durch b minus a mal dem bestimmten Integral von f von x im Intervall a bis b. Gut, das bestimmte Integral von f von x im Intervall a bis b gibt uns genau die Fläche des Rechtecks an, das wir hier rechts sehen, also des blauen Rechtecks. Das heißt, wir können zunächst mal einfach definieren, wir nennen diese Fläche groß A und schreiben die auch in das Rechteck rein. Und nun können wir auch überlegen, wir können das anstatt mit dem Integral auch ganz einfach geometrisch mit der Flächenformel für ein Rechteck berechnen. Das heißt, wir können, die eine Seite ist b minus a lang und die andere Seite ist genau c lang und damit erhalten wir als Fläche für das Rechteck b minus a mal c. Wenn wir die Formel nun in unsere Formel für den linearen Mittelwert einsetzen, dann erhalten wir insgesamt den Ausdruck, also 1 durch b minus a mal Klammer auf b minus a Klammer zu mal c. Und hier sehen wir sofort, dass wir die beiden Ausdrücke kürzen können. Und somit bleibt insgesamt nur c über. Und damit haben wir gezeigt, dass der lineare Mittelwert für die konstante Funktion genau unserer Erwartung entspricht. Wir würden natürlich, also wir erwarten ganz, ganz intuitiv, dass der durchschnittliche Funktionswert c sein sollte, und genau das gleiche Ergebnis erhalten wir auch für den linearen Mittelwert, also genau das, was wir erwartet haben. Das war's für dieses Video, und im nächsten Video geht's mit dem Arbeitsblatt weiter.